Hallo und willkommen zurück zur nächsten Folge Blair Witch. Ja, in der letzten Folge haben wir ja versucht, uns mit unserem Polizistenkumpel wieder zu treffen, hier an unserem weißen Baum. Das hat ja nicht mehr ganz funktioniert. Seitdem ist die Funkverbindung auch unterbrochen. Kannst du nochmal probieren. Emmett, I know you're there. Please, answer me. Geht nicht mehr. Mit dem Handy habe ich auch keinen Empfang mehr. Wir nehmen unsere Taschenlampe, haben wir. Dank Bullet. Such. Okay, seek. Und weiter geht's. Also, ich wüsste jetzt auch nicht so genau, wo es überhaupt weitergeht. Davon mal ab. Bullet. Hast du nix? Schlecht. Du, dann... da lang. Wir können es ja nochmal probieren, ob wir zufällig... das Schloss geknackt kriegen. Das wäre ja auch mehr Zufall. Ich weiß gar nicht, wie viele tausend Varianten das da gibt. Bei vier Dingern. Das ist bestimmt was total Wirres. Nein, so nicht und so auch nicht und so. Nö, den noch so. Den so und den so. Gut, wir wissen es nicht. Vielleicht kommen wir da ja auch nochmal hinter. Was ist das für ein Loch hier in der Wand? Okay, hilft uns nicht. Klopf. Alles klar. Bullet. Alles klar. Geht's da lang? So. Komm, ich geh vor. Was soll... Bullet. Was ist los mit ihm? Alles klar? Und lass ihn nochmal ordentlich knoddeln. Ja, so ein hübscher Junge. So, jetzt kommt's aber wieder mit, okay? Ich höre schon wieder Geräusche, Bullet. Du musst bei mir bleiben. Versteh das doch. Hier. Das Vieh ist doch hier wieder unterwegs. Ich sage, wir hätten diese scheiß Stöcker nicht kaputt machen, du. Bullet? Ja, ja. Wo guckst du in die Richtung? Da ist nichts. Vertrau mir da. Come on, look around, boy. Ja, du hast. You got nothing? Sei bei mir. Das ist das Auto vom Sheriff. Ehrlich? Wait, isn't that? It's Lanning's car. But how? It was a complete wreck just a moment ago. Come in, Emmett. I know you're there. I just found your car. Come on, Emmett, talk to me. Fuck. Ja, Alter, da steht auch Channel 3, du Honk. The light.
say the light. Huh. The light? Turn on the lights. What? The headlights. Turn them on. Why? Who is this? Hello? Yeah, why the hell not? Locked, of course. Schlag doch die Scheibe ein, du hast eine Taschenlampe. Hey, who? Where'd you find him? Ach, like it matters. No, der hat den gleichen Schlüsselanhänger wie ich. Well, wait. Das. Was? Ich muss jetzt nicht nur einen Sicherungskasten umbauen, oder? Another missing person? Alles klar. Vorlesen bitte. 18.08.2000, 17.55 Uhr. Officer Wilson wurde von Adam Brown über das Verschwinden von Todd McKinnon in Kenntnis gesetzt. Seinen Angaben zufolge belieferte ihn McKinnon mit Holz, bis er vor 2 Wochen unerwartet damit aufhörte. Browns Versuche, Kontakt mit McKinnon aufzunehmen, blieben erfolglos. 18.30 Uhr. Die anfängliche Suche blieb erfolglos. McKinnon konnte nicht in seiner Wohnung vorgefunden werden. Bei McKinnon sind keine Fälle einer psychischen Erkrankung bekannt. Gegenwärtige Annahme, absichtliches Verschwinden. 20.15 Uhr. McKinnons Nachbarn behaupten, er habe des Öfteren das stillgelegene Sägewerk des Tappy East Creek Holzunternehmens in Black Hills Forest besucht. Sarah Wilson. No battery. I should take a look under the hood. Ja klar, wir reparieren jetzt mal mitten im Wald ein Auto. Zufällig abgefallen, das kann ja mal passieren. Sicherung ist durchgebrannt. Greetings, my beloved listeners. I'm so glad you could join me on this very special. I see. That's an interesting idea. But John, with your long and dare I say fruitful. Warum kann ich das machen? Was muss ich machen? Zündspule. Ich brauche doch Scheinwerfer. Front, Frontscheinwerfer, 7. Was muss ich machen? Machen die Scheinwerfer nicht an?
15 Ampere Zündspule auf 1. Habe ich ja nur die 7. 7 muss aber 20 sein. Ah, okay. That looks good. Ah. Das war hell. Ist jetzt wieder Tag? But how? Bullet Buddy. Now I'm really... Come here, boy. Toll, ich hätte ihn zu Ende reden lassen sollen. Das war sehr, sehr toll. Alles klar. Bullet geht vor, ich folge. Ja, ja. Wir können wieder was sehen. Wir können die Taschenlampe wegpacken, bevor naja, die Batterie leer ist. Nothing, eh? Ja, Bullet, wie wär's, wenn du mir folgst? Ich komme nicht mehr hoch. Ach, du bist schon... Alles klar, nicht, dass jetzt hier plötzlich zwei Hunde rumrennen. Alles klar, sie haben eine ungelesene Nachricht. Alles klar. Boah, ist das Spiel verwirrend. Da bin ich ja viel zu arm. Ja, mach ich. Habe ich Empfang? Ich habe Empfang. Diese Sounds von damals, der Brüller. Jess, isn't it a bit early for you? No. Why would it be? You don't want to talk? No. It's good to hear your voice. Listen, I'm sorry about before. Seems all I do is apologize, and then I say something stupid again. Yeah. I keep coming back for more. I guess I'm a glutton for punishment. It's like we're trapped in a never-ending cycle of bullshit. A perpetual bullshit machine. They should hook us up to the grid. We could probably power up a small city. Hey, as long as we're getting paid. We were good for a while, weren't we? Yeah, I guess we were. So, what happened? Ich bin völlig durchgedreht. Mine more than yours. Hey, don't beat yourself up. You got a job to do, remember? Yeah, yeah. I better get to it. I'll call you later, okay? I'll hold you to it. Ne, du musst mir schon eine Nachricht schreiben, sonst wird das nix. Vergesse ich das eh, ich habe hier ganz andere Sorgen. Can anyone hear me? Emmett, I know you're there. Please, answer me. So, nein, da. Weißt du was, du kriegst jetzt erstmal wieder ein Leckerli. Du hast schon ewig keins mehr gekriegt. Da unten. Um die Leckerei. Da. Come here, boy. Good boy. Dafür müssen wir jetzt auch was Tolles suchen. Look around, boy. Ja, guck. Guck dich um, es ist doch hell. Jetzt kann man noch viel mehr sehen. Dann funktioniert die Nase auch besser. Ja. There, huh? Ah, natürlich. Das war ein Versuch wert. Sind wir jetzt eigentlich in einem neuen Waldabschnitt? Ist das der Baum? Nö. Aber hier ist ein Fluss. Wir hatten doch vorher keinen Fluss. Ich finde es ja super, dass es wieder hell ist, aber es verwirrt mich doch schon ganz schön. Naja, egal. Fluss stay, haben wir. Stay, stay. God, it's freezing. Ist doch gut. Wir haben momentan 30 Grad draußen. Da wird man ja wohl sich mal abkühlen können. Das normal. Immer erst laut werden muss hier. Ja, genau. Heel.
Hier, neues Gebiet, neues Glück. So. Du riechst gar nicht, du stehst nur rum. Ich sehe das wohl. Hallo. It'll have to wait. What? Maybe later. Dann später. Ich würde sagen, wir gehen links. Come here, boy. Du, Bullet. Ich gehe da lang. Wir brauchen erst eine rote Videokassette, damit ich den Baumstamm da wegarbeiten kann. Ich kann nämlich weder mich ducken noch springen. Alles klar? Das klingt schon wieder so komisch. Gefällt mir gar nicht. Okay. Wir haben da was. Fußabdrücke, alles klar. One's barefoot. Odd. Smoker, huh? Well, if I don't get you, they sure will. Bullet, bleib bei mir. What is it, Bullet? What'd you find? Oh God. Right, oh God. Good boy. Good boy. Now move aside. Oh, das sah aus wie Rippen. Ich will das nicht sehen. It's okay, buddy. I don't like it either. So let me take a look and we'll be on. Jesus Christ! Fuck! No, it can't be, eh? Emmett! Oh, God. I don't understand. Emmett. Oh, God. Fuck. Deswegen antwortet er auch wohl nicht mehr, wa? Oh, God. Okay, now you deserve better than this. The killer, oh, skinned his face. Clean cuts, probably post-mortem. Neck wound. Deep. And his head is, oh God, it's barely hanging on. Should we da so hingucken? Lanning's badge. Oh, no one deserved it more than him. Okay, ja. Und nun? Hey, der hat ein Bild. Anita steht auch mit dem Rücken, ach, mit dem Gesicht zur Wand. Bullet! Bleib bei mir, bist du verrückt? Was hast du da? Oh, ich hab's geahnt. Kriegen wir jetzt den Baumstamm da weg? Ich weiß gar nicht, ob ich das immer sehen will. Was ist das denn für ein Stocktyp? Zurück, irgendwas liegt hier vor mir. This is no, it's the shovel from the video. I'll get him for this landing. I swear. Aber was ist denn? Jetzt mal nur so zum Spaß. Nein. Wenn ich jetzt zurückspule. Bis der wieder lebt. Wo lag er denn nun? Weiß das noch jemand? Du, ich kann jetzt gerade nicht. Ich muss die Leiche vom Chef finden. Sheriff Emmett Lanning. The guy who cared about everything and everyone. Even me. You know, we really saw eye to eye, but
never gave up. Not even after I let him down. Rest easy, Emmett. I'll find the man who did this. Warte. Wait. Another one. Schon wieder so ein Ding. Okay. Vorlesen bitte. Erste Anklage. Verstoß gegen Artikel 52 der Generalsstatuten von North Carolina. Zeigt öffentliche Verachtung und Abneigung gegenüber nationalen Symbolen, unserem Militärdienst und den patriotischen Soldaten, an deren Seite er einst die Ehre hatte, dienen zu dürfen. Hilft mir das irgendwie weiter? Viel heller ist jetzt mit der Lampe auch nicht. Okay. Eine sehr, sehr komische Hütte. An einem See, in einem Wald. Also wir haben jetzt auf jeden Fall dafür gesorgt, dass der Polizist überlebt. Alles andere ist ja egal. So, Bullet. Such. Wollte ich sagen, du bist in die Richtung gerannt. Schon wieder euren Sumpf. Das muss jetzt aber nicht unbedingt sein, obwohl die Wichten... Wichtenfähig Kurche. Führt einen Weg durch. Really the right way back? Either I'm going crazy or... Das hätte man von oben aber aussehen müssen. Alter, das ist ein Riesenbaum da vor uns. Was hast du da, Bullet? Was hast du da? Okay. Der Hund ist... Ich bin im Krieg! Bullet, ich bin im Krieg! Jemand hat auf mich geschossen! Ach du Scheiße! Was geht ab hier? Was geht ab hier? Bullet! Bullet! Au! Alter, ich hätte besser aufpassen müssen, wo der Hund denn gerannt ist. Ich wollte nur wissen, was hinter mir ist. Bullet! Ich schaff das. Diesmal schaffe ich das. Da geht's nicht lang. Bullet! Ich muss da trotzdem irgendwie lang. Bullet! Wart auf mich. Wart auf mich. Einfach nicht hingucken. Der Baum fällt gar nicht um. Nein, nein, tut er nicht. Alter, was geht ab hier? Licht. Von der Seite. Schnell weg. Ich sehe schon wieder nichts mehr. Alter, das ist aber wirklich nicht einfach. Nochmal. Wir schaffen das. Diesmal schaffen wir das. Was ist denn mit dem Baum da hinten los? Er hat doch voll einen weg. Bullet, du rennst ein bisschen schnell. Einfach nicht aufs Licht gucken. Einfach auf den Hund achten. Okay. Wo ist er? Bullet! Wo bist du? Die längste Wanderung, alles klar. Ich glaube, wir haben es geschafft. Alter, was ist denn das für ein Riesenbaum? Was geht ab? Habe ich voll gebullet. Einfach hinterher. Nein, ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Come on, work.
Boah, ich dachte schon, mit dem wäre jetzt irgendwas. Alles klar, wir kommen hier nicht mehr raus. Ich hab's gefühlt. Komm lieber her. Bullet. Du weißt, ich darf nicht so lange alleine sein. Oh. Wieder ein Bild. Fabian. Oh Gott, wir treffen die ganzen Jungs aus dem Film wieder. Bullet. Nachtsicht, F. Ich sehe absolut. Ich habe auch keinen Plan, wo ich lang muss. Bullet. Bullet. Wo bin ich? Bullet, where are you? Shit. Wolf. Oh my God. Oh Leute. Naja, damit wäre auf jeden Fall sicher, dass wir hier nicht zurückkommen. Bullet. Ich höre noch kein Herzklopfen, alles ist gut. Noch ein Bild. Lukas? Kann ich nicht erkennen. Hallo! Ja? Bullet, mein Freund und Kupferstecher. Hallo. Ich steck fest, ja, dann ist ja gut. Ich dachte schon, ich müsste da irgendwie weiterlaufen. Ellie, stell dich so an. Lauf einfach. Ich steck wirklich fest. Sie drückt sie. Alles gut, siehst du, dann geht auch die Lampe wieder. Lass dir mal alle kaputte Lampen mitschlören. Boah, wie hier wohl die Luft ist, ey. Das staubt schon beim Zugucken. Ja, hier müsste mal jemand feucht durchwedeln. Ja, ich komm doch schon. Alter, das ist typisch Frau, ne? Also, ich kenne das. Ist in Real Life nicht anders. Ruf den bloß nicht. Am besten flüsterst du noch. Ja, ey. Du, ich muss eben mit meiner Ex labern. Ich habe kein Signal. Kann ich das nochmal probieren? Wie gebe ich die wieder? Sprachnachricht. Sie haben eine neue Sprachnachricht. Hier, ich drücke, ich drücke, ich drücke. Ach so, das ist Anrufbeantworter, ne? Kann ich da auch noch drauf zugreifen? Könnt ihr eine Pizza bestellen? Ich kenne mich da aus mit Nokia. Es sieht auf jeden Fall aus wie so ein weißes Nokia. Sierra, Hotel, Echo, Inferno, Slaughter. Solche Nachrichten bekomme ich auch regelmäßig. Es ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Natürlich bin ich zu vernünftig gekommen. Guck doch mal. Ich renne ohne meinen Hund in so einem Erdloch rum. Bullet, where are you?
So weit ist er doch nie ohne mich vorgerannt. Nie ins Leben. My Alice. Forever mine. Shit. Was? Warum? Oh. Ich kann nicht nach oben gucken. Ich kann gar nichts mehr. Der Bildschirm ist schwarz. Off the record, Alice. What the hell happened? You responded to a robbery call. When you got there, you saw them leaving the store. You took out your gun. You told them to stop. The kid reached for something. Was it a weapon? No. And then what? No, you know what happened. This is on me. Adam Shannon. Peter's brother. I don't know what I was thinking. I was the last person he'd want to see. For all I knew, I could have crippled him for life. And yet, I felt it was something I had to do. Had to, but couldn't. Ich hatte es selber mit meiner Handfeuerwaffe gemacht. Ich hoffe, das hätte es nicht übelst geleckt. Irgendwie habe ich voll die Framerate. Bullet! Mein Bester! Da bist du ja wieder! Hast du mich rausgezogen aus der Höhle? Das war super. Danke dir. Du bist der Beste. Wo bist du? Da. Komm her. Lass dich knuddeln. Das war ganz schön verwirrend. Durcheinander und verrückt. Aber das scheint ja irgendwie mit unserer Vergangenheit zu tun zu haben. Also irgendwie mit dem Bruder von dem Peter, den wir jetzt suchen. It's okay, Bruder, it's okay. Aha. Wir haben hier ein Bild. Böser Wolf, Stockmensch, den kennen wir ja schon. Hier war doch gerade eine Videokassette. Da. It looks like someone left it here for us. Okay. It's him. Tür mit der Schaufel. He buried something nearby. Let's find it, buddy. Ah, alles klar. Digga, wir müssen einen großen Stein suchen. Ja, ich nehme es schon weg. Marius. Geht's jetzt besser? Komm, wir knuddeln noch mal eine Runde. Ja, good dog. Okay, erstmal die alte Kamera wegstecken. Wie geht das nochmal? Bullet! Ja, bleib hier. So, Kamera weg. Es ist immer noch nicht dunkel. Da ist auch noch was. Looks the same, but older. A lot older. Oh, this doesn't make any sense. Okay. Aber letztes Mal war ja auch nicht so eine Feuerstelle, da bin ich mir ganz sicher. Wir sind jetzt viele Jahre später rausgekommen. Gleich ruft uns eine uralte Ex-Freundin an. Kein Signal? Also. Wir müssen eine riesen Steinplatte finden, Bullet. Da ist auch vergraben. Wir haben eine Schaufel. Das ist also kein Problem. Ich habe mich jetzt schon wieder verlaufen. Ne, da ist gut. Ich wollte jetzt nicht so weit vom Zelt weg, weil ich gehe davon aus, dass es da in der Nähe ist. Das ist das aber nicht, oder? Ist es das? Nee. Each one is more twisted than the last. Das ist aber nicht die Steinplatte. Nö. Die ist da oben. Auf weg.
Hier hat einer einen Zaun hingebaut. Ich finde nach oben gut. Du bist bei mir, oder? Ja, alles klar. Bulli Bulli Butlet. Ding Dang Du, Ding Dang Du. Hier geht's nicht weiter. Wir folgen dem Weg. Ich habe eine Kerze gefunden. A dog tag. Where did? No, no, that's impossible. Yeah, yeah. Let's move on. Wir sind da hochgegangen, kommen von da wieder. Zu mir. Obwohl, ich könnte dich vielleicht zoomen lassen. Was sagt denn die Uhr? Ne. Das ist aber wirklich nicht die Steinplatte, oder? Es wirkt schon so steinplattenmäßig. Wir können es ja auch Spaß mal ausprobieren. Wenn es nicht ist, beende ich erstmal die Folge. Video ansehen. Und dann spulen wir zurück. Die ist es nicht. Was ist das? Du, da machen wir noch eine kleine Leserunde vor Ende der Folge. Einmal vorlesen, bitte. Die Angst, die Monster zu vergessen, von Todd McKinnon. Mein Vater, Theodor McKinnon, war ein Holzfäller. Als ich noch ein Kind war, nahm er mich oft mit zu dem Sägewerk im Black Hills Forest, um mir Geschichten über die Monster und Hexen zu erzählen, die dort lebten. Nach knapp 40 Jahren bin ich an diesem Ort zurückgekehrt. Er sah noch immer genauso aus, wie ich ihn in Erinnerung gehabt hatte, mit Ausnahme seiner beunruhigenden Leere. Niemand war mehr da, um Geschichten über furchterregende Monster zu erzählen. Es gab keine einzige Seele, die die Geschichten hätten weitergeben können. Das Holzunternehmen existierte nicht mehr und das Sägewerk war seinem Schicksal überlassen worden. Aber ich konnte nicht einfach zulassen, dass es vollständig in Vergessenheit gerät. Nicht bevor es mir seine Geheimnisse offenbarte. Nicht bevor ich herausfinden würde, was meinen Vater dazu getrieben hatte, sich das Leben zu nehmen. Mhm. Und sowas legt man dann einfach im Wald ab? Das ist okay? Ist das zufällig eine Steinplatte? Okay, wir gehen erstmal wieder zurück von hier aus. Haben wir jetzt nur mal ein paar Wege schon probiert. Bullet, komm her. Bist du verrückt? Bleib bei mir. Ja, bleib bei mir. Zusammen sind wir stark. Weißt du doch. Nicht wahr, Bullet? Komm, neue Folge, neues Glück. Ich glaube, in dieser Folge hast du zwar schon eins gekriegt, aber lecker Rider. Bitteschön. Das dürfen also nicht mehr als 10 Folgen werden. Here you go, boy. Enjoy. Oder ist das erst Folge 2? Nein, das ist schon Folge 3, also 3 Bonbons. Alles klar. Danke fürs Mitspielen. So, und euch danke ich fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge und tschüss!